can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Das neue Update kam, das Cave Update. Und jetzt gibt es ein paar Neuerungen. Die möchte ich euch ganz gerne zeigen. Das erste sind die geilen Frosthöhlen hier oben. Ich habe selber noch keine gesehen und bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Sieht auf jeden Fall schon mal mega geil aus, oder? Das muss man mal sagen. Ich find's sehr, sehr nice gemacht. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier drin kommt. So, wir hauen noch mal ein paar Snacks rein. Wir betreten es. Frosthöhlen. Geht das hier auf, oder? Ah, okay. Alles klar. Boah, geil. Ich bin gespannt. Ich habe mich gefreut, dass das Update endlich draußen ist. Lange haben sie uns warten lassen und jetzt ist es endlich soweit. Komm, wir gucken mal. Ah, Fledermäuse. Ey, hau doch ab. Aber gut, die sind echt easy peasy. Wir haben die erste Truhe. Bisschen Gold, bisschen Obsidian. Ach komm, hör doch auf. Wieder so nervige Biester wie die Todeskitos. So, komm, her mit dir. Ja, egal. Kultist. Ach du Scheiße, was geht denn bei ihm? Erinnert ein bisschen an die Feenring-Typen. Soll es wahrscheinlich auch sein. Aber auch easy peasy. Aber gut, ich bin auch schon weiter im Spiel und ich meine, Gebirge ist jetzt nun nicht das letzte Biom, sondern das vorletzte. Da wäre es auch traurig, wenn ich die nicht schaffe, weil jeder, der irgendwie erst neu anfängt. Ach, guck mal, Fenris Hahnbündel, rote Jutefang, roter Jute-Teppich. Okay, geil. Das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste wirklich nur von dem Update, dass es Frosthöhen gibt und das Horn noch. Dazu kommen wir gleich nochmal. Haarbündel. Nochmal Haarbündel. Fleischhaufen. Ah, da sind Innereien drin. Okay, die haben wahrscheinlich ein paar Torga verspeist hier. Und das sind alles Innereien. Okay, schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Wir gucken mal noch weiter, weil ich glaube, links ging es ja auch noch lang. Hier ist nichts. Noch eine Truhe. Silberhalskette. Oh Mist, ich habe zu viel einstecken. Weg damit. Neuer Gegenstand. Ist nur wertvoll, also können wir bloß beim guten Haldor verklingeln, okay. Eigentlich wären so Halsketten noch geil, oder? Die man sich umhängen kann mit irgendeinem Effekt drauf. Ein Ulf. Er hat zu viel getrunken. Er ulft. Komm. Bam. Oh, und gleich ein Spawner davon. Komm, wir klatschen den gleich mal kaputt hier. Ah, die lassen auch nur Knochen fallen. Und da haben wir noch einen Kultisten. Die Ausdauer kackt. Hab ich Tränke dabei? Natürlich nicht. Dann hauen wir ihn so kaputt. Zack. Auch nochmal Gold und Obsidian. Alter, riesig. Ach, guck mal, wie weit das noch geht. Wie geil. Fleischhaufen. Hier haben wir noch Haarbündel. Die können wir erstmal liegen lassen. Also schon mal drei neue Gegner. Fledermäuse, Ulf und Kultist. Entschuldigung. Ein paar neue Gegenstände. Wir hauen die mal noch kaputt und gucken mal, was hier noch hier unten ist. Und dann zeige ich euch nochmal das Horn und sage euch noch ein bisschen was zu den anderen Neuerungen. Ach du Scheiße, ich bin ja gleich tot. Wie dumm. Wie dumm. Schön. Ich habe einfach gar nicht drauf geachtet. Ich bin so voll von ausgegangen, okay. Komm, scheiß drauf. Sind doch easy peasy, die Gegner. Dann haben wir das schöne Ding hier noch neu bekommen. The Horn of Celebration. Sieht ziemlich geil aus. Was kann das Teil, wenn ihr es ausgerüstet habt und links klickt? Dann sauft ihr einen Met, den ihr im Inventar habt. Wenn ihr mehrere habt, würfelt einfach zufällig welche zusammen oder immer abwechseln oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haut euch den Met rein. Was braucht ihr dafür? Eine Werkbank und ansonsten eigentlich auch nicht unbedingt viel. Zwei Bronze, zwei Trollleder, zwei Eisen und schon ist es eure. Oh, ihr seht mich gar nicht. Warte mal. Hier, jetzt könnt ihr es nochmal sehen. So viel braucht ihr. Einen coolen Funfact noch. Oder was heißt Funfact? Aber was geil ist an dem Ding. Wenn ihr rumrennt, erhält es immer so, dass ihr ja nichts verkippt. Finde ich irgendwie witzig gemacht, außer beim Springen. Da gehen aber ein paar Tropfen daneben. Aber ansonsten sieht es doch ziemlich witzig aus.
Ansonsten gibt's noch eine Menge neuer Änderungen. Einerseits im Solo-Modus können wir endlich pausieren. Mega geil, habe ich mich super drüber gefreut. Macht ja auch gar keinen Sinn, das im Solo-Modus nicht zu erlauben. Außerdem gibt's eine komplette Controller-Unterstützung mittlerweile, also eine vollständige. Ihr könnt einen FPS-Limiter mit einschalten. Es wurden ganz paar Bugs gefixt und die Hintergrundleistung, die das Spiel zieht, wurde wohl auch stark verringert. Schilder könnt ihr jetzt auch ohne Werkbank basteln. Es gibt im No-Map-Modus noch ein paar Optimierungen und zu guter Letzt der Rüstungsständer, an den könnt ihr noch was dranballern. Nee, stimmt gar nicht, zu guter Letzt. Im Split-Dialog könnt ihr jetzt auch numerische Eingaben tätigen. Hätte ich fast vergessen. Das sind an sich erstmal alle Neuerungen, die es soweit gibt. Ich freue mich, dass das Patch endlich da ist. Ich meine, hat auch lang genug auf sich warten lassen. Das letzte Patch, Content-Patch mit der guten Monstrosität, kam am 14.12. Also ja, ist schon ein bisschen her. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu neuen Updates und so weiter verpassen wollt, News und alles, was es gibt, oder ihr Bock auf mein Let's Play habt, wo wir schon mittlerweile bei über 230 Folgen sind, dann bleibt doch gern mit einem kostenlosen Abo dabei und über jeden Like und Kommentar freue ich mich genauso. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut! You can't touch this. You can't touch this.